Ich war mal wieder unterwegs in Sachen Geocaching. Eigentlich wollte ich nur die Dresdner Standseilbahn kurz aufnehmen, hatte aber vorher noch gelesen, dass die DVB hier einen Cache versteckt haben und dachte, das könnte man gleich miteinander verbinden und habe mir das mal angeguckt. Da gibt es einen Spaziergang von der Bergstation der Standseilbahn zur Bergstation der Schwebebahn. Und hier müssen wir verschiedene Fragen beantworten. Ich muss mir noch mal viel Zeit nehmen. Ich habe den Cache nicht lösen können. Habe zwar die Fragen alle beantwortet, aber bekomme keine richtige Lösung. Die schreiben, man muss nur die Zahlen durch Buchstaben ersetzen und bekommt einen Satz. Aber entweder die haben da was vertauscht oder ich muss doch noch was anderes mit erraten. Muss ich mir nochmal angucken. Auf dem Weg zur Bushaltestelle kam ich an der Strehlener Kirche vorbei. Hier lag noch ein Cache in meiner Homezone, den ich mir noch nicht geholt hatte. Also mal schnell gegriffen. Ich muss morgen wieder zum Arzt. Da kriege ich die Fäden gezogen. Und dann bin ich wahrscheinlich wieder nächste oder übernächste Woche dann wieder gekommen. Das heißt, wir werden heute nochmal ein oder zwei Caches suchen. Den einen habe ich mir hier gerade an der Kirche geholt, brauchte nie lange suchen. Aber den hatte ich vor vielen Jahren schon mal. Das war allgemein mein erster, als ich noch gar nicht angemeldet war, den ich mir mal geholt hatte. Nachdem ich jetzt festgestellt habe, dass ich ja 20 bis 30 Jahre mehr mit der Schwebebahn gefahren bin und das letztens mal endlich wieder gemacht habe, fahre ich heute mal zur Standseilbahn. Ich habe nichts gefunden, ob man da auch das Maschinenhaus besichtigen kann. Ich hoffe mal. Ansonsten gibt es den Weg dann von der Schwebebahn zur Standseilbahn rüber, oben über die Berge. Und dort gibt es eine Cache-Runde von den Verkehrsbetrieben. Das ist die sogenannte Senfbüchse, beziehungsweise das Josef-Hermann-Denkmal. Es wurde 1869 vom Bildhauer Josef Hermann geschaffen, zur Erinnerung an seinen Vater, Josef Dominik Hermann. Dieser rettete am 24. Februar 1799 zwei Schiffer aus Brossen, aus der Elbe, deren Kahn in Brossen bei Bad Schandau im Eichgang der Elbe mitgerissen wurde. Zu den beiden Bergbahnen haben die Dresdner Verkehrsbetriebe eine Geocaching-Tour erstellt, um von der Bergstation der Standseilbahn bis zur Schwebebahn zu wandern. Hier gibt es mehrere Rätsel zwischendurch, eigentlich nur einfache Sachen. Welche Jahreszahl steht an der Wetterfahne? Wie viele Ringe sind an dem Tor und so weiter? Die Länge der Tour ist so circa 2,7 Kilometer. Ich dachte mir, das kann man sich schon mal angucken, also los. Bei den Verkehrsbetrieben könnt ihr das Prospekt dazu runterladen. Die Adresse schreibe ich unten in die Videobeschreibung. Ab geht's. Ich lese aus dem Prospekt der DVB vor. Die Dresdner Standseilbahn ist eine der schönsten Deutschlands. Nicht nur das technische Denkmal, auch ihre einzigartige Lage am malerischen Loschenschwitzer Alphang zieht ganzjährig viele Besucher an. Auf die einzelnen Fragen gehe ich ja nicht weiter ein, um nicht ganz zu viel zu spoilern. Aber vieles bekommt ihr schon gelöst, wenn ihr euch die Fotos auf dem Prospekt anseht. Die Tour beginnt an der Talstation. Hier ist zunächst nach der Anzahl der Stützpfeiler des Blechdaches gefragt.
Hallo, ich bin der Peter und ich bin Bergbahner. Hier in einer der ältesten Standseilbahnen der Welt. Willkommen in unserer wunderschönen Bahn. Ich freue mich jeden Tag darauf, mit dir zu fahren. Aber heute nehme ich nicht nur mit auf den Weg nach oben, sondern auch auf eine kleine Reise durch die Geschichte unserer Standseilbahn. Seit 1995 fährt unsere historische Bahn zwischen Loschwitz und dem Weißen Hirsch auf und ab. Wir überwinden auf unserer Fahrt 95 Höhenmeter und legen eine Strecke von 40 Meter zurück. Der Stadtteil Weißer Hirsch trägt übrigens seinen Namen, weil der kurfürstliche Kapellmeister Bernard im 17. Jahrhundert eine Schenke mit dem Namen Weißer Hirsch auf seinem Hut errichtete. Anscheinend war diese so hervorragend, dass ich ihn noch bei der Mannschaft kriegte. Unsere Dame besteht aus zwei Wagen, die durch einen 38 mm starken und 610 Meter langen Seil miteinander verbunden sind und von der Fördermaschine in der Werkstation bewegt werden. 1984 wurde unsere Bahn unter Denkmalschutz gestellt. Der Erhalt und die Pflege dieses technischen Denkmals sind uns als Bergbahner sehr wichtig. Nach ca. 5 Minuten Fahrt durchqueren wir den 96 Meter langen Burgberg. Etwa in der Mitte der kleinen Strecke haben die beiden Bahnen vorbei. Auf einem guten 2 Meter lang müssen wir die optische Ausweichung. Tatsächlich, wenn wir auf der einen Seite eine Doppelspur und auf der anderen Seite nur mit einer spurlosen Weiche ausgestattet sind, benötigt die Weiche keine bewegliche Teile und ist für uns sehr wartungsfreundlich. Ich könnte Ihnen noch so viel mehr über die Technik unserer Standseilbahn erzählen, aber unsere Fahrt ist dafür nicht lang genug. Doch für diejenigen, die sich genauso für die Technik und die Geschichte unserer Bahn interessieren wie ich, haben wir eine Broschüre, die Sie in der Talstation kaufen können. Bergauf, bergab mit den Dresdner Bergbahnen. Und bevor die Bahn an der Strecke in den Schnitt von dieser Tunnel einfährt, kann man links den Luisenhof sehen. Die Namensgeberin für beide Bauwerke war die sächsische Kronprinzessin Luise von Toskana, die um 1900, also in den jungen Jahren der Standseilbahn in Dresden lebte und sehr beliebt war. Nach der Ankunft der Bergstation kann ich Ihnen einen Spaziergang durch den Weißen Hirsch empfehlen. Die Sternwarte Manfred von Ardennes. Ruhige Schlaf, elegant und wild, prachtvoll Sommerresidenten. Sehr schön, dass Sie am Rand der Dresdner Heide zu sind. Sebastian Schleier, Sie hier an der Bergstation erhalten, zeigt Ihnen ein Format. Denn anschließend können Sie Ihren Spaziergang auch bis zur Bergstation der Schwebebahn auswählen, deren Aussichtsturm man nach dem Verlassen der Standseilbahn sichtlich erblicken kann. Und dort kann man auch das Maschinenhaus in den Winter und in der Turmausstellung einiges über unsere beiden Bergbahnen erfahren. Sie finden die Route auf der Karte am Ausgang. Ich verabschiede mich von Ihnen und freue mich, Sie bald wieder in unserer Standseilbahn zu begrüßen. Mit der oberen Station der Standseilbahn erreichen wir dann auch den Stadtteil Weißer Hirsch. Dieser von tollen Villen geprägte Stadtteil verdankt seinen Namen einer Legende, nach der in der Heide um 1550 ein Weißer Hirsch geschossen worden sein soll. Er geht damit auf die einstigen Paarfurchtjagden in der Dresdner Heide zurück und ist schon seit 1686 belegt. Damals ließ der Kapellmeister Bernardi
einen Eintrag im Weißiger Kirchenbuch vornehmen, als er Besitzer der Schenke zum Weißen Hirsch wurde. Während ihrer Fahrt mit der Standseilbahn wurden sie über eine Strecke von 547 Metern Länge befördert, sind durch zwei Tunnel gefahren, haben einen Viadukt überquert und einen Höhenunterschied von 95 Metern überwunden. Hier sind wieder ein paar Fragen zu lösen, unter anderem, welche Hausnummer hat die Bergstation? Unterhalb der Hausnummer befindet sich ein weiteres Schild mit der Kennung 91S. Dieses geht auf die im Jahr 1729 in Sachsen gegründete Generalbrandkasse als staatliche Brandversicherung zurück. Die Landesversicherungsanstalt unterhielt Brandversicherungsämter, deren Beamte bei Versicherungsbeginn sowie im Schadensfall die Gebäude nach ihrem Wert oder erlittenem Schaden schätzten. Es war die Pflicht der öffentlich-rechtlichen Brandkassen, alle versicherten Gebäude in ein ordentliches Brandkataster einzutragen. Jedes Gebäude wurde unter einer Katasternummer registriert. Diese Brandkataster enthielten alle Angaben über die versicherten Gebäude, einschließlich der Angabe ihrer Lage, ihres Verwendungszwecks, des taxierten Wertes, der Gefahrenklasse und dem Namen der Eigentümer. Im Video zur Schwebebahn sprach ich es schon mal kurz an. Hier haben wir ein besseres Modell, an der sich die Funktion der Schienenzangenbremse besser erläutern lässt. Diese Bremse soll ja den Wagen zum Anhalten bringen, falls das Seil einmal reißen könnte. Das Zugseil ist über Hebel mit der Bremswelle verbunden. Auf der anderen Seite der Welle ist eine Feder oder ein Gegengewicht angebracht. Solange der Wagen am Seil hängt, wird die Welle mit dem Zahnrad immer von dem Zahnrad am Radsatz ferngehalten. Der Zug der Feder ist nicht so stark wie der Zug, der durch das Wagengewicht bzw. Seilzugs zieht. Somit zieht es die Welle ständig weg. Wenn jetzt das Seil reißen würde, fällt der Zug vom Seil weg und die Feder hat kein Gegengewicht mehr. Nun wird die Welle auf das Zahnrad der Achse gezogen und die beiden Zahnräder greifen ineinander und die Bremswelle beginnt sich zu drehen. Durch die Drehbewegung des Gewindes werden dann die Bremszangen wie bei einem Schraubstock um die Schienen gelegt. Da hier geschätzt auch nur ein ganz kurzer Hebelweg vorhanden ist, bleibt der Wagen sofort stehen. Laut der Erklärungstafel hier bleibt der Wagen nach höchstens 3 Metern stehen. Für die nächste Frage wenden Sie sich vom Ausgang der Bergstation gesehen nach links und gehen einige Schritte bis zum Ende der Straße. Aber wir gehen jetzt erstmal nach rechts, weil ich noch was zeigen will. Ich habe jetzt parallel, während ich das Video schneide, gleich das Lösungswort versucht zu lösen. Ein Lösungssatz soll hier einen Tipp geben, wo der Schatz versteckt ist. Und einen vierstelligen Code sollte man damit auch bekommen. Allerdings irgendwie komme ich ja nicht zurecht. Ich bekomme hier weder einen plausiblen Lösungssatz hin, und dann soll man auch noch einen vierstelligen Code bekommen. Aber das sollte ja dann sicher vier einstellige Ziffern sein und nicht gleich die erste eine 14. Entweder ich stelle mich ja sau blöd an oder die haben das zum 8. April gedacht. Aber sicher muss man hier noch irgendwas rätseln, um die Lösung zu finden. Aber ich komme einfach nicht drauf. Laut der Anleitung soll man einfach die erratenen Buchstaben eintragen und die Zahlen nach einer Liste in Buchstaben umwandeln. Aber da mein Lösungssatz Jig Rigma vor Eitzel lautet, gehe ich davon aus, dass ich alles falsch habe. Wobei ich mir sicher bin, nur ein bis zwei Fehler drin zu haben, wenn überhaupt zu viel.
Gleich hinterm Weißen Hirsch beginnt die Dresdner Heide. Hier findet man Dresdens wertvolle Buchenwälder. Den Diebsteig und andere erholsame Plätze. Und hier sind auch die Schwesternquellen, drei Stück an der Zahl. Diese Tour haben wir Ostern mit unseren Eltern immer wieder mal gemacht. Wir sind auch mit der Schwebbahn hier hoch, hierher gelaufen, haben hier einen Kanister Wasser geholt aus den Quellen und meine Eltern haben dann davon Kaffee getrunken. Ja, hier in der Dresdner Heide kann man ein paar schöne Wanderungen machen. Ist aber zum Wochenende nie unbedingt zu empfehlen. Sehr überlaufen die Gegend. Hier beginnt die Plattleide. Es ist einer der steilsten Wege in Dresden und die kürzeste Verbindung von hier ist zum Blauen Wunder. Ich habe es mal als Fahrrad-Teststrecke benutzt. Hier hatte ich allerdings das Problem, wenn ich normal auf dem Rad saß, kam beim Treten das Vorderrad hoch. Oder ich beugte mich nach vorn, dadurch hatte aber das Hinterrad wieder zu wenig Grip im Tretedrot. Hatte mir dann mal vorgenommen, mit etwas Last hierher zu fahren, habe ich dann aber nie durchgesetzt. Hier begegnen sie gleich mehrfach einer der beiden weiblichen Figuren aus Erich Kästners doppelten Lotschen. Ja, das geht um Lotte und Louise. Die beiden Zwillinge. Wobei ich jetzt nie weiß, ob das was mit dem Luisenhof zu tun hat oder bloß der Name halt passt. Ich lese hier aus dem Prospekt der Dresdner Verkehrsbetriebe vor. Die Dresdner Standseilbahn ist eine der schönsten Deutschlands. Nicht nur das technische Denkmal, auch ihre einzigartige Lage am malerischen Löschwitzer Alphang zieht ganzjährig viele Besucher an. Auf die einzelnen Fragen werde ich ja nicht weiter eingehen, um nicht gar zu viel zu spoilern. Aber vieles bekommt ihr auch schon gelöst, wenn ihr euch die Fotos im Prospekt anseht. Die Tour beginnt an der Talstation. Hier ist zuerst nach der Anzahl der Stützpfeiler des Blechdaches gefragt. Mit der oberen Station der Standseilbahn erreichen wir auch den Stadtteil Weißer Hirsch. Dieser von tollen Villen geprägte Stadtteil verdankt seinen Namen einer Legende, nach der in der Heide um 1550 ein weißer Hirsch geschossen worden sein soll. Also den Weg hier kannte ich noch gar nicht. Ist jetzt schon momentan ein bisschen enger, da steht ein Gerücht. Unten sollte ein Gebrauchsschild stehen, sagte der Stand aber drin. Aber ich bin ja vorbeigekommen. Der Fußweg Jahnstiege in Loschwitz wurde 1896 als Treppe angelegt.
Er sollte die damalige Ferdinandstraße mit der 20er Straße verbinden. Die Ferdinandstraße wurde 1895 gebaut. 1906 wird der Name erstmals in Gemeindeunterlagen erwähnt. Dort steht auch, dass der untere Teil des Fußwegs, welcher die Ferdinand mit der 20er Straße verbindet, in sehr schlechtem Zustand sich befindet. Die Krüppelstufen sind verfault. In der Folge wird dann auch eine neue Treppe gebaut. Teilweise wurde der Weg auch Jansbergstiege genannt und war lange Zeit ein Privatweg. Erst 1918 hat die Gemeinde den Weg in ihr Eigentum übernommen. Unklar ist noch der Namenspatron. Es gibt die Vermutung, dass der Weg nach Ernst Jahn, Besitzer der Gaststätte zum Vater Jahn, an der heutigen Luboldstraße benannt wurde. Direkt an der Kreuzung und mit der Hausnummer 18 steht das 1000-Augen-Haus aus Zellkamps, der Turm. Auch zu diesem Haus gibt es eine Frage. Der Turm ist ein Roman von Uwe Tellkamp, der im Jahr 2008 erschien. Mittelpunkt der Geschichte sind drei miteinander verwandte Personen aus einem überwiegend von Bildungsbürgern bewohnten Villenviertel Dresdens, deren Leben in den letzten 7 Jahren der Deutschen Demokratischen Republik bis zum Mauerfall erzählt wird. Wir gehen weiter die Sennleite herunter. Diese Straße wurde ab 1904 erbaut und trägt seit 1907 diesen Namen. Der Name bedeutet so viel wie sonniger Höhenweg, abgeleitet von Leite bzw. Leite, was Berghang bedeutet. Unter anderem wird hier gefragt, welcher Turm neben dem Turm der Hofkirche auf diesem Mosaik zu sehen ist und wie der männliche Vorname der Villa heißt. Die Frage 15 lautet, an der Stützmauer befindet sich das Wort Notstandsarbeit. Welche Jahreszahl ist unter dem Wort zu sehen? Als Notstandsarbeit galten in der Weimarer Republik öffentlich geförderte bzw. erzwungene Arbeiten, welche viele Menschen in Zeiten von hoher Arbeitslosigkeit Beschäftigung und somit auch Lohn gaben. Also das, was wir heute als ABM kennen. Neben anderen Fragen auf der Grundstraße ist ja auch nach dem dritten Wort von rechts gefragt. Dieser Begriff bezeichnet feste Rückstände, die nach dem Auspressen des Saftes von Obst, Gemüse oder Pflanzenbestandteilen wie Äpfeln, Weintrauben, Karotten oder Tomaten übrig bleiben. Das war damals die Schweizerei. Ein beliebtes Ausflugslokal und Bergrestaurant. Bekannt wurde es durch die erste Dresdner Maifeier am 1. Mai 1890, auf der unter anderem August Bebel sprach und sich für einen 8-Stunden-Arbeitstag aussprach. Ihren Namen erhielt die Straße nach der Hofschauspielerin Pauline Ulrich. Halten Sie unterwegs Ausschau nach einem kleinen Schild mit einem Kreis und 6 Punkten darin und dem Buchstaben S darüber. An was sollen die Punkte erinnern? Ach, da ist das Schild, was Sie mit den Punkten meinen. Allerdings, Buchstabenzahl passt nicht. Weinrebe, Weinranke. Weinwanderweg wäre zu lang. Weinstraße.
Scheiße, ich zu kurz. Ja, hier habe ich vor längerer Zeit schon mal einen Cache gemacht. Also vor 2 Jahren war das. Da ging es um die Mühlen an der Grundstraße. Und da musste ich hier irgendeinen Hinweis finden. Aber ich überlege gerade, ich glaube, das war am Geländer dann letzten Endes. Irgendein Hinweisschild oder irgendwas. Was war denn das? Ja, der war's. Tja, lustig ist die App schon wieder mal allemal. Richtung zeigt sie mir genau verkehrt rum an. Aber an der Entfernung sieht man, wo der nächste Punkt ist. Nun kommen wir in den Tiefengrund, Wasser ist in Leben. der Tiefengrundquelle. Hier müssen wir uns wieder die zudem die Jahreszahl aufschreiben. Seinen Namen erhielt der Grund nach den einst rund 200 hier weidenden Ziegen, die von Gemeindehirten gehütet wurden. Die erste Erwähnung des Ziegengrunds geht zurück bis in das Jahr 1735. Das Tal war mehrfach Motiv für Zeichnungen Ludwig Richters und soll auch Vorbild für sein berühmtes Gemälde Brautzug im Frühling gewesen sein. Auf dem weiteren Weg nach oben ist Zeit für einen kleinen Fototermin der Standseilbahn. Der Gartenbesitzer hat ja unwahrscheinlich Schwein gehabt mit dem Baum, wie es aussieht. Mal die beiden Pfähle von dem Tor rechts unten an. Der muss genau auf den Infall geknallt sein und hat den Pfeil nochmal 10 cm nach unten geschoben. So, müssen wir das jetzt schon mitzählen? Zählt das schon als eine Stufe? Ja, schöner Weg hier neben der Grundstraße, aber doch ziemlich laut durch die Autos und dann sägt hier noch jemand mit der Motorsäge. Also wer Ruhe will, muss doch ein bisschen rausfahren. Oh, hier ein Hochsicherheitstor. Ah, Scheiße, zugeschlossen. So, hier kommt ja doch noch eine Treppe mit 1, 2, 3, 4, vielen, 5.